Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Niva SK5 vorstellen. Hier handelt es sich um eine Art Häcksler und es geht dann auch gleich los. So, hier sind wir jetzt im Shop angelangt, in der Kategorie Häcksler, der Niva SK5. Es ist ein Drescher, der wurde ein bisschen umgebaut. Es ist ja ein Spiel, also der ist nicht real. Also der kostet 21.000 Euro, 30 km/h, 1080 Liter Tankvolumen, 442 PS, entsprechend 325 kW, 810 Euro Unterhalt, ein bisschen sehr viel. Wie du siehst, kannst du hier nicht optimieren. So, dann gehen wir mal zu den nächsten Sachen hin. Und da haben wir jetzt hier einmal ein Schneidwerk. Also es ist kein Schneidwerk, sondern mit dem kannst du Gras und Heu, Schwaden kannst du einsammeln und häckseln. Arbeitsgeschwindigkeit sind 15 km/h, 3 Meter, 10 Arbeitsbreite, 30 Euro Unterhalt. Wie du hier siehst, kannst du hier nicht optimieren. Hier steht da, es ist von, eigentlich ist das von einem Don. Häcksler. So, dann haben wir hier noch also das Schneidwerk. Also mit dem kannst du Gras und die anderen diversen Sachen also schneiden und weghäckseln. 9.300 Euro kostet dich, 10 Kameras, was die Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitsbreite 4 Meter und 5 Euro Unterhalt. Dann haben wir hier in der Kategorie Ladewagen den Hänger dazu, das ist der PTS. Der kostet 17.500, 25.000 Liter Ladevolumen, 20 Euro Unterhalt. Wie du siehst, kannst du hier die ganzen Standard-Häckselgüter und das Laden. Wie du siehst, kannst du auch hier nicht optimieren. Da habe ich das mal hier schon mal so zusammengestellt. Da haben wir hier zum die Strohschwaden, das alles einzusammeln, das daher. Das ist ein bisschen irgendwie umgebaut. Dann haben wir hier unseren Hänger. Wie wir ja sehen, sieht richtig urig aus, schön alt. Und bin ich auch ganz gespannt, nachher wie das funktioniert. Sehen wir hier mittendrin der Hydraulikzylinder. Dann haben wir hier, liegt da noch ein bisschen Stroh drauf. Auf unseren Häcksler. Und hier das Schneidwerk. So, dann starten wir mal. So, dann haben wir den jetzt mal in Betrieb. Mal schauen, was wir alles machen können. Mal hier abladen. Nein, es gibt hier sonst nichts außer du kannst ihn selber fahren. Dann schauen wir mal, ob der Blinker hat. Also, die Blinker am Hänger dann funktionieren auch nicht, weil der Häcksler keine Blinker hat. Aber hinten hier an der Seite hat er einen Zusatzscheinwerfer. Der geht hier mit Numbit 6 und vorne der geht mit Numbit 5. Dann schauen wir mal Gerätfall nehmen. Na, müssen wir ja hin. Nein, da geht vorher nichts so Aufregendes. Dann gehen wir mal in die Innenansicht rein. Also da ist auch nichts animiert. Fahren wir mal so rüber. Und testen wir mal hier diesen. Innenansicht sieht ja echt cool aus. Höchstgeschwindigkeit 33 km/h. Ich bin immer gespannt, wie hier der dann das Gras weghäckselt. Ich muss erst das Rohr ausfahren. Interessant, ich muss Rohr ausfahren. Okay, dann fahren wir mal das Rohr aus. Nehmen wir mal die Innenansicht nochmal rein. Man hört was, aber man sieht nichts. Hier an der Seite sieht man hier die ganz so die Riemenscheibe, die eine ist animiert. Mal schauen, wie es. Schalten den jetzt mal ein. Seht, jetzt läuft hier alles und pfeffert hier das Ganze schön rein. Ein geiles Horn. Und das Tolle ist ja, wie hier alles schön animiert ist. Hier auch an der Seite siehst du hier die Lüfter laufen.
Arbeitsgeschwindigkeit, wie ich erwähnt habe, 10 km/h, also 9 Farmer. Und der Hänger, der wird schon langsam voll, da haben wir bald 2000 Liter drin. Das pfeffert so wirklich toll rein. Finde ich gut gemacht, gute Idee, ja. So sieht man auch selten. Und schön das schöne Gras weg. Wir werden auch gleich mal hier mal testen, jetzt zwangsentladen da vorne. Ein toter Baum steht auch noch da. Sind wir gleich 20% haben wir erreicht. Mal schauen von der Innenansicht hier. Ja, da macht das Spiel ja auch gleich großen Spaß. Da sind wir auf der Fläche, wo hier nichts zu ernten geht. Ja, dann machen wir hier mal die Zwangsentladung. So, dann mal Gerät wählen. Nein, das geht hier nicht. Also hier drückt er schön ab. Der geht auch hinten rauf. Und was man hier schaut, was für ein Riesenhaufen der hier jetzt schon hingelegt hat. An Häckselgut. So, dann gehen wir wieder runter. Ah, fahren wir gleich weiter. So vor. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht hier so in der Osttechnik. Ja, ein einziger Mod hier, da macht da ein bisschen Probleme. Es wären noch mal fünf, das wäre noch ein Hänger. Aber irgendwie stimmt was nicht. Ihr müsst in diesen Modpack müsst ihr entpacken. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Groß. Und dann macht da einer noch ein bisschen Aero wegen der vom Schneidwerk wegen der DDS-Datei, dass da das nicht lädt, wie ihr sieht. Halt, aber muss man schauen, ob dann die Datei im Pfad irgendwas anpasst oder so, je nachdem. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Ich würde sagen, Servus, grüß euch, euer Franz.